Lange hat sie sich geziert, doch nun in der Schlussphase will Angela Merkel im Wahlkampf doch noch zum Faktor werden. In ihrem Noch-Wahlkreis in Stralsund wirbt sie, begleitet von Applaus und lauten Pfiffen dafür, dass Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ihr Erbe antritt. Ich bitte Sie, dass Sie alles dazu beitragen, Deutschlands Wohlstand auch für die nächsten Jahre zu sichern, Deutschlands Sicherheit möglich zu machen. Und da ist derjenige, der das kann, Armin Laschet. Und deshalb beide Stimmen CDU. Diese Unterstützung kommt spät, für einige Parteifreunde gar zu spät. Dabei gilt das Verhältnis der beiden lange als gut. Sie stehen für eine progressivere Union, die sich auch anderen Wählerschichten öffnet. Als Merkel gerade parteiintern in der Flüchtlingsfrage massiv unter Druck gerät, bleibt Laschet an der Seite der Kanzlerin und verteidigt immer wieder Merkels Linie. Asyl ist unbegrenzt für jeden, der politisch verfolgt ist, zu garantieren. Doch Laschets Loyalität zur Politik der Kanzlerin endet in der Corona-Pandemie. Im Kontrast zur vorsichtigen Linie von Merkel und auch seinem Unionskontrahenten Söder setzt Laschet früh und immer wieder auf Lockerungen. Dass die beiden Ansätze für Spannungen sorgen, zeigt sich in diesem Frühjahr. Laschets lasche Umsetzung der gemeinsam beschlossenen Notbremse, für Merkel ein Ärgernis. Das erfüllt mich nicht mit Freude, sagt sie bei Anne Will. Und auf die Frage, ob er damit gegen gemeinsam gefasste Regeln verstoße, ja, aber er ist nicht der Einzige. Die Kanzlerin kanzelt ihn öffentlich ab. Und auch beim anschließenden Machtkampf mit Markus Söder in der K-Frage bekommt Laschet keine Unterstützung aus dem Kanzleramt. Bei der entscheidenden Abstimmung im CDU-Vorstand enthält sich Merkel und auch im Wahlkampf taucht die Kanzlerin kaum auf, mit der Begründung, dem Nachfolger nicht reinpfuschen zu wollen. Ja, wacht es da ab. Sie unterstützt, aber ich meine, eine Wahlkampfkundgebung muss man schon selbst machen. Das Kanzleramt ererbt man übrigens nicht. Das muss man sich erkämpfen. Für die dringend benötigten Wirkungstreffer in diesem Kampf soll auf den letzten Meter nun aber doch auch Merkel sorgen. Im Zusammenspiel mit dem Mann, der einst ihr Unterstützer war, dann eine Art Gegenspieler und nun doch irgendwie noch ihr Nachfolger werden will. Da fragen wir nach bei Michael Wöhlenweber, zugeschaltet vom Kanzleramt. Ja, du warst ja gestern Abend mit dabei in Stralsund. Hat der Auftritt denn von Angela Merkel Armin Laschet jetzt im Endeffekt eher genutzt oder geschadet? Ja, die Bundeskanzlerin als Feuerwehrfrau für den Wahlkampf von Armin Laschet in Stralsund. Also mein Eindruck ist, dass es am Ende dann eher tatsächlich für Armin Laschet etwas gebracht hat. Sie hat sich ja eindeutig noch einmal hinter ihn gestellt und hat vor Rot-Rot-Grün dann gewarnt. Ich glaube, das ist das, was dann beim Wähler vielleicht hängen bleibt, was ihn vielleicht überzeugen könnte, zumindest den einen oder anderen Unentschlossenen vielleicht doch das Kreuzchen bei CDU/CSU zu machen. Das ist zumindest die Hoffnung dann im Unionslager. Also der Auftritt hat die Botschaften gebracht, er hat die Bilder gebracht, die gemeinsamen, worauf es dann am Ende ankam. Und dann am Freitag kommt es ja noch einmal zum gemeinsamen Wahlkampfabschluss mit Markus Söder, Angela Merkel und Armin Laschet. Und dann am Samstag noch mal in Aachen Gegenbesuch zu sagen der Bundeskanzlerin in Armin Laschets Heimat. Also vielleicht bewegt das dann doch noch etwas auf den letzten Meter. Wie gesagt, es ist im Unionslager zumindest die Hoffnung. Ja, aber wenn man mal drauf schaut, Michael, eine Kanzlerin, die eigentlich ja keine mehr ist faktisch, die Stimmung gestern auch eher durchwachsen in Stralsund, ein Kanzlerkandidat, der eh hinten liegt, kann das wirklich noch so viel bringen? Und wenn ja, bei wem eigentlich? Wen sollte man jetzt noch überzeugen mit Argumenten, die wir seit Wochen, seit Monaten hören? Es kommt ja auch nichts Neues dazu. Ja, die Unentschlossenen und diejenigen, die vielleicht vorher ihre Stimme bei Angela Merkel gemacht haben, wegen Angela Merkel, dass sie doch ins Schwanken geraten, weil sie schon vielleicht auf dem Weg waren, woanders ihr Kreuz zu machen, die jetzt zu motivieren. Ich glaube, das ist die Klientel und die sich davon vielleicht dann angesprochen fühlen könnte. Insgesamt könnte man natürlich, wenn man diesen ganzen Auftritt gestern Abend gesehen hat, auch zu dem Schluss kommen, das hat nicht wirklich Spaß gemacht, weder Armin Laschet noch dann der Bundeskanzlerin, zumal ja viele Protestler da anwesend waren mit teilweise
doch sehr schrägen Symbolik, sehr zu verurteilenden Symbolik. Da liefen Corona-Gegner mit Judensternen zum Beispiel rum. Also da vergreift man sich vollständig. Da ist den Rednern Lügner entgegengerufen worden. Freiheit, Friede, keine Diktatur. Das ist das, was wir ja häufiger dann hören in diesen Milieus. Das war also nicht angenehm. Und dann gab der Regen vielleicht noch den Rest. Also insgesamt vor Ort konnte man sich das gar nicht so wirklich richtig vorstellen, dass das zünden könnte. Aber zusammengeschnitten, die Quotes, die waren dann doch das Entscheidende. Die Bilder, ich glaube, dass es dann unterm Strich dann doch vielleicht Armin Laschet hilft. Michael, danke schön fürs Kanzleramt.